Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Fairy Box aus dem Monat Juli. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box ist eine Beauty Box, die monatlich erscheint, 19,90 € pro Monat zuzüglich Versand kostet und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Fairy Boxen Team für die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Ich finde es echt cool, denn so kann ich ein bisschen in diese Welt der tierversuchsfreien Naturkosmetik hineinstöbern und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt im Juli erwarten dürfen. Die sind manchmal, also ich hätte eigentlich gedacht, dass die Fairy Box immer etwas basic-mäßig unterwegs ist, ne? Also dass sie sich nicht allzu viel trauen. Letzten Monat haben sie sich ganz schön viel getraut. Schaut da gerne mal letzten Monat vorbei in das Video. Ja, wir haben hier so eine schöne Pappschachtel und da sind die Produkte drin, ne? Also das müssen, glaube ich, 5 Produkte oder 6 bis 8 oder so den Dreh, ne? Haben wir hier immer drin und das sind hauptsächlich Pflegeprodukte, ab und an auch mal ein bisschen dekorative Kosmetik und ich schaue mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken hier gedacht haben. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairy Box. Fühl dich gut und tue Gutes. In der Fairy Box haben wir für dich das Beste an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haar und Körper zusammengestellt. Jo, das ist doch schon mal ganz cool. Und dann gönnen wir uns mal den Inhalt. Also der komplette Warenwert soll 54,36 Euro betragen. Ich glaube, mindestens 50 Euro wird immer gesagt, ne? Haben wir hier immer mit dabei. Das finde ich auch immer ganz nice. Ich kann heute leider meinen Tisch nicht nutzen, denn ich habe ihn komplett zustehen mit einem Teil meiner Sammlung. Denn ich drehe aktuell auch meine Sammlungsvideos. Und manchmal brauche ich halt 1-2 Tage länger, um einfach mir zu überlegen, was möchte ich aussortieren. Und dann komme ich immer mal wieder hier hoch und schaue mir dann so die Produkte an, swatch die, pack die auf mein Gesicht. Ich habe zum Beispiel heute auch 2 verschiedene Catrice Clean ID Foundations in mein Gesicht gegeben und mich dann letztendlich für eine davon entschieden und so, ne? Das ist nicht leicht. Dann haben wir hier nämlich unsere schönen grünen Maisflips drin. Die bestehen aus 100% Maisstärke und deswegen können wir die in die Biotonne geben zur Entsorgung. Das finde ich auch immer ganz cool. Ich persönlich mache aber eh Wiederverwendung. Das heißt, ich packe diese Boxen immer neu, wenn ich dann Verlosungen für euch mache und so. Ne? Ja, ich gebe die ganze Box hier einfach mal in den Versandkarton hinein, weil ich einfach gerade keinen Platz auf dem Tisch habe. Das ist verrückt. Einfach verrückt. Okay, ich habe hier als erstes so ein kleines Flyer drin, Flyer-Ding drin, von Mixed Skins, Folklore und Beauty. Vielen Dank, dass du dich für Mixed Skins entschieden hast. Weitere Informationen zu diesem Produkt findest du unter, ne, wie auch immer, Beipackzettel, bla. 10% Rabatt bekommst du auf den ersten Einkauf. Aber ich glaube, den kann man jetzt nicht unbedingt zum Warenwert hinzurechnen. Da kann ich ja mal kurz schnell schauen. Ja, das müsste das Mixed Skin Produkt sein. Ein Bio-Make-Up-Entferner. Okay, das finde ich interessant. Ich mache immer gerne Double Cleansing. Das heißt, ich verwende erst so einen Reinigungsbalm. Boom, am liebsten von Yepoda. The Calm Balm. Liebe ich das Teil. Claudi30 gibt euch 30% Rabatt. Richtig geiles Zeug, ich sag's euch. Und das bricht dann so das Make-up auf und so, ne? Also quasi die ganzen Öle, die da drin sind. Und dann unter der Dusche verwende ich meistens halt einen Schaum oder ein Gel oder so, ne? Um halt so richtig nochmal die ganze Geschichte runterzunehmen. Und ich glaube, das hier ist dann so ein Zwischending, so ein Ölding. Weiß ich nicht, musst du schütteln, dann verbinden sich die beiden Phasen und dann hast du Spaß im Leben. Jo. Also schönes Verpackungsdesign auf jeden Fall, ne? 50 ml sind hier drin enthalten, Naturkosmetik. Da musst du halt immer aufpassen, das ist halt generell bei den Produkten der Fairy Box so. Ich swatch das jetzt auch nicht oder nehme das raus und ne, zeige euch das irgendwie in Anwendung, weil das meistens auch irgendwie nur so unter einem Jahr haltbar ist. Und da kriege ich halt irgendwann echt Probleme, auch wenn hier nur 50 ml drin sind und man das in der Theorie in einem Monat aufgebraucht hätte. Ne, ich würde da meine Probleme mit haben, Leute. Dann habe ich hier noch einen Flyer drin von Aquarell. Viel Spaß mit deiner Fairy Box. Als zusätzliches Sommergeschenk erhältst du 20% Rabatt auf deine Bestellung in dem Shop. Und ja, wir würden uns freuen, ein schönes Bild von dir mit dem neuen Aquarell Sonnenfluid Lichtschutzfaktor 30 zu sehen.
da fliegt gerade ein Papier im Nebenraum durch die Gegend. Macht euch keine Gedanken darüber. Es ist hier einfach immer noch ein bisschen Baustelle. Ist natürlich nicey-capicy, wenn ihr das hier so reinschreibt, ne, weil das auch die Leute animiert, natürlich so ein bisschen Werbung zu machen. Schon gewusst, bei jedem Kauf eines Aquarell Sonnenproduktes wird 1% an die Umweltorganisation 1% for the Planet Surf Rider Foundation gespendet. Für den Schutz des Ozeans und der Küste. Mache mit und besuche uns auf aquarell-shop.de. Guck mal, auch das ist nett. Und die haben uns hier mit reingepackt. Hä? Ist natürlich auch geil, ne? Dass sie sagen, mach doch mal ein Foto mit dem Sonnenschutz. Den musst du natürlich kaufen, weil in der Box drin enthalten haben wir 20 Kaltwachsstreifen für empfindliche Haut. Hä? Leute, das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Es sei denn, hier versteckt sich noch der Lichtschutzfaktor drin. Das weiß man natürlich jetzt gerade nicht, ne? Also, kurz bevor ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich irgendwie überlegt, dass es cool wäre, diesen Sommer oder dieses Jahr mir die Haare an meinem Körper dauerhaft zu entfernen. Also quasi habe ich ein paar Kaltwachsstreifen ausprobiert und danach habe ich mir ein Epiliergerät gekauft. Dann habe ich erfahren, dass ich schwanger bin und mir gedacht, nein, ich bleibe beim Rasieren. Ich werde noch genug Schmerzen zum Ende des Jahres haben. Vor allem irgendwann kommst du ja nicht mehr unbedingt an deine Beine ran und so, ne? Und wenn ich meinem Freund sagen müsste, der soll mir meine Beine epilieren, der wird mir einen Vogel zeigen, von hier bis nach Meppen. Ja. Also ich werde die auch weitergeben, weil ich einfach für mich persönlich herausgefunden habe, dass Kaltwachsstreifen bei weitem nicht so effizient sind, wie das ein Epilierer ist. Und deswegen, also macht für mich persönlich einfach keinen Sinn, aber das ist ja wirklich einfach nur eine persönliche Präferenz, ne? Deswegen. Okay, so, und dann habe ich hier was von I plus M, das ist ein Sun Protect After Sun Gel. Bio-Aloe Vera und Hyaluron sind hier mit drin enthalten. Das ist Naturkosmetik aus Berlin. 100 Milliliter haben wir hier drin. Und so ein Produkt finde ich auch für den Sommer wirklich, wirklich wichtig. Jetzt gerade heute bei uns ist es nicht ganz so warm. Wir haben in Anführungsstrichen nur 22 Grad, nachdem die Hitzewelle hier mal so ein bisschen vorübergegangen ist, ne? Trotzdem ist es schon sehr, sehr warm. Und so ein Aftersun-Produkt gebe ich mir dann auch gerne abends auf, nachdem ich geduscht habe. Und wenn ich dann halt merke, die Haut spannt, ich habe viel Zeit draußen verbracht, ne? Und dann kann ich sowas für mich einfach sehr gut gebrauchen. Und Aloe Vera ist immer sehr, sehr, sehr pflegend. Ist auch noch Bio-Aloe Vera. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor Jahren, 2 Jahren oder so, echt einen Mega-Fail hatte. Da war ich bei uns im Vorbeet, als im Mai war das gewesen. Ne? Das war so der erste richtig sonnige Tag und ich habe mir da nichts bei gedacht. Die UV-Strahlung war aber echt immens an dem Tag, das wusste ich halt nicht. Ne? Und habe mir zwar den Rücken eingecremt, also mein Freund hatte mir das eingecremt mit Lichtschutzfaktor 30, aber das verfliegt halt mit der Zeit. Beziehungsweise du schwitzt dir das halt runter mit der Zeit. Habe ich nicht bedacht und irgendwann, ja, war mein Rücken halt ungeschützt. Und dann hat sich tatsächlich die Sonne so dermaßen auf meinem Rücken eingebrannt, dass man bis heute, mein Freund nennt das gerne, den Kleiderbügel auf dem Rücken sieht. Also ich hatte so einen Sport-BH an. Puh, gar nicht gut für die Haut gewesen. Danach habe ich die Aloe Vera Pflanze, die wir bei uns halt rumstehen hatten, geplündert und halt wirklich pur auf meinen Rücken gegeben, beziehungsweise mein Freund hat das dann gemacht. Und danach habe ich mir ganz viele Aloe Vera Gels gekauft und auf den Rücken drauf und so. Also, ne? Seitdem weiß ich die Wirkung von Aloe Vera auf jeden Fall zu schätzen. Und I plus M ist auch eine Marke, die wir öfters mal jetzt in Beautyboxen drin hatten, wo ich wirklich sagen muss, es ist für mich mittlerweile auch kein Start-up mehr oder so, denn das ist einfach eine Marke, die mich jetzt schon seitdem ich auch YouTube mache, also seit 4 Jahren ist das jetzt ja mittlerweile schon im Juli, begleitet und die sich doch sehr etabliert hat, ne? Also dementsprechend ist schon cool. Dann habe ich hier so eine kleine Geschichte von Biana drin. Handcreme Premium Naturkosmetik mit Traubenkernöl. Das sind 10 Milliliter. Das ist echt so ein kleines Pröbchen, aber sowas ist dann als kleines Produkt, sage ich mal, auch extra aufgeführt. Ne? Nennt sich dann Goodie oder so, wenn es halt irgendwie so ein Tee ist oder so ein kleines Produktchen, genau. Und ist halt werttechnisch aufgeführt, ne? Aber ja, so eine Handcreme kann man auch gut gebrauchen. Ich bin im Umzug, hier ist ja wie gesagt immer noch Baustelle und so. Da kann ich es echt sehr gut gebrauchen, Handcreme zu verwenden. Auch eine gute, reichhaltige Handcreme. Das finde ich schön.
Sudele. Dann habe ich hier noch ein bisschen was drin. Und zwar habe ich hier eine Tagescreme von Ballard en Provence. Das ist auch eine Marke, die wir jetzt öfters in Boxen drin haben. Feste Gesichtspflege. Sehr, sehr interessant, die Geschichte. 32 Gramm haben wir hier drin enthalten. Das ist feuchtigkeitsspendend und halt eine feste Gesichtscreme. Und sowas finde ich auch immer sehr, 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 sehr interessant. Ich habe von genau dieser Marke auch schon die Nachtcreme einmal aufgebraucht. Es ist natürlich immer so eine Frage, wie hygienisch ist das Ganze dann natürlich, ne? Weil du reibst damit richtig über dein Gesicht. Und ja, aber mir hat es jetzt nicht geschadet, mir hat es auch ganz gut getan. Gibt es auch als Augencreme, gibt es... Jetzt wird es gerade ein bisschen windig, ne? Ich glaube, ich muss gleich mal da hinten die Tür zumachen. finde ich auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich hatte das auch schon mehrfach jetzt gesagt. Gerade wenn man jetzt so ein bisschen Work and Travel macht oder wenn man Rucksacktourismus macht, ist es mega empfehlenswert, halt so feste Produkte jetzt sich einfach einzupacken, anstatt von diesen Flaschenprodukten, ne? Weil du da einfach keine Probleme dann am Zoll oder am Grenzübergang oder so weiter hast mit diesen Flüssigkeiten, ne? Da musst du ja gerade im Flieger immer ziemlich drauf achten. Deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr interessant. Ne? Und damit wird halt auch ordentlich Wassertransport eingespart, weil es ist halt ein festes Produkt. Hier habe ich jetzt noch einen Nagellack drin. Und dann dürfte es das eigentlich auch gewesen sein. Gucke ich gleich nochmal ganz schnell hier drüber. Ja, dann war es das gewesen. Von Boho Green ist das nämlich so ein wunderschöner roter Nagellack. Habe ich in der Farbe Revolution scheinbar. Ja, so einen roten Nagellack habe ich definitiv schon da. Ich glaube, so gut wie jeder hat sowas schon da. Aber ich muss halt auch sagen, dass diese Boho Green Geschichte echt eine coole Marke ist. Also die haben wir auch öfter schon mal gesehen in Boxen. Da gibt es auch Bronzer, Highlighter und so weiter, noch andere Produkte von Lippenprodukte und so, ne? Ja, sehr cool. Und es ist halt ganz interessant zu sehen, dass es auch relativ natürliche Nagellackmöglichkeiten gibt. Jo. Das hier sind jetzt die Produkte gewesen. 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. 6 Produkte, genau. Und irgendeins habe ich jetzt gerade verbummelt. Weiß ich gerade nicht. Da, hier ist es an der Seite. Mistake. Ich fand den Inhalt cool. Man darf halt nicht vergessen, welchen Preis man halt auch immer wieder monatlich für die Box bezahlt. Das sind in dem Fall ja die 19,90 €. Und ich finde es immer wichtig, dass man sich überlegt, okay, die Produkte, die ich jetzt so erhalten habe, sind sie mir das wirklich wert? Ne? Sind die mir wirklich die 19,90 € wert? Oder hätte ich mir davon lieber was anderes gekauft? Ich würde jetzt in der Hinsicht hier auf jeden Fall sagen, dass es sich gelohnt hat, weil du hast was für den Körper, du hast was an dekorativer Kosmetik, also quasi Nagellack, du hast was fürs Gesicht. Ich finde es schön. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare, wie ihr diese Box so fandet. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!